2 Jahre noch, da beginnt in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber wie sicher ist es dort in den Austragungsorten? Die Bilder, die uns unser MIMA-Reporter Andreas Wunn aus der Metropole São Paulo gespielt hat, die sind echt erschreckend. Die Millionenstadt wird von einer Welle der Gewalt erschüttert. Zwischen der Polizei und Rauschgiftbannen herrscht regelrecht Krieg. Und der hat in den vergangenen Monaten hunderte Tote gefordert, darunter eben auch viele Polizisten. Die werden nämlich von Auftragskillern hingerichtet. Unser MIMA-Reporter Andreas Wunn hat die Polizei in São Paulo begleitet und war nachts mit ihr auf der Straße. Spät abends in São Paulo. Wir begleiten eine Einheit des 18. Polizeibataillons. Mit dem deutschen Wort Blitz bezeichnen sie hier die Kontrollen in den Favelas, den armen Vierteln der Stadt. Diese Nacht ist wesentlich ruhiger als die vorherigen Nächte und es gibt auch wesentlich gefährlichere Viertel als dieses hier. Und trotzdem müssen die Polizisten jederzeit damit rechnen, etwas zu finden, Drogen oder Waffen. Die Gewaltwelle der letzten Wochen hat alle nervös gemacht. Plötzlich gibt ein Auto Vollgas. Niemand weiß warum. Der Fahrer entkommt. Ein paar Ecken weiter. Ein gestohlener Wagen. Es ist der nächtliche Kampf gegen Kriminalität und Gewalt. Mit aller Macht geht die Polizei vor. Die Einsatzstärke wurde mindestens verdoppelt. Wir verhindern kriminelle Aktivitäten und vor allem den Drogenhandel. Die Straßensperren verhindern, dass die Dealer Nachschub bekommen. Dadurch machen wir es auch den Konsumenten schwerer, die Drogen zu kaufen. Wir schränken den Bewegungsfreiraum der Drogengangs ein. Seit Jahren hat die 11-Millionen-Metropole nicht mehr so viel Gewalt gesehen. Drogengangs gegen Polizei. Fast jeden Tag neue Tote, allein am vergangenen Wochenende mehr als 30. Oft sterben Unbeteiligte. Ich habe schon 5 meiner Freunde verloren, in weniger als einem Monat. 4 hier im Viertel und einer da unten auf der Straße. Gezückte Waffen gehören hier in der Favela do Iraque zum Alltag. Wir begleiten einen Einsatz in einem sicheren Teil des Viertels. Es herrscht Krieg in São Paulo und manchmal geht auch die Polizei nicht zimperlich vor. Die Drogengangs haben geschworen, 2 tote Polizisten für einen toten Dealer. Mehr als 90 Beamte wurden in diesem Jahr schon getötet. Nummer 83 war Luiz de Souza. Seine Witwe Rosangela erzählt uns, wie es vor 5 Wochen passierte. Er saß nach Feierabend in seiner Stammkneipe und schaute Fußball. Dann kam der Mörder. 9 Schüsse. Luiz hatte keine Chance. Jeder Polizist, der außerhalb seines Einsatzes ermordet wird, ist ein Schock für die Gesellschaft. Es ist ein Angriff auf die Polizei, auf die Regierung. Genau die wollen sie treffen. Aber sie töten Familienväter. Wir fahren weiter durch die Nacht. Die Gewalt in São Paulo kommt in Schüben. Die harte Linie der Polizei hat nicht verhindert, dass die Drogengangs wieder stärker geworden sind. Plötzlich eine Polizeiabsperrung und eine Leiche. Wir sind nur zufällig hier vorbeigekommen und haben diesen Toten hier liegen sehen und wissen noch gar nicht genau, was hier passiert ist. Ein versuchter Raubüberfall mit tödlichem Ausgang, sagen uns die Ermittler. Der Überfallene war Polizist und schoss seinen Angreifer nieder. Die Gewalt ist vor allem ein soziales Problem. São Paulo ist während der Industrialisierung in den 60er, 70er Jahren chaotisch gewachsen. Dadurch entstand große Armut, die wiederum Gewalt hervorruft. Neben polizeilichen Mitteln brauchen wir effektive politische Maßnahmen, um die Armut und Gewalt in Brasilien zu verringern. Egal, ob die Gewalt in São Paulo weitergeht oder nicht, die Angst sitzt tief für lange Zeit.